Ja, ich bin der Joachim von Session. Heute habe ich euch mitgebracht von Sandberg einen P4 Swamp Ash in Natur und den zeige ich euch jetzt. Sandberg, California P4 Swamp Ash. Liebe Leute, richtig, richtig geiler Bass, super leicht. Tolle Hölzer, richtig tolle Qualität, made in Germany. Peter, komm mal her, dann zeige ich euch die Specs. Los geht's mit einem Swamp Ash Buddy, wie ihr seht. Hochglanzlackiert. Der Buddy, der schwingt super toll, merkt man sofort, auch wenn der Bass mal akustisch gespielt wird. Das resoniert, das brummt richtig, das Teil. Wir haben es hier zu tun mit einer Sechsfachverschraubung, wie ihr seht. Der Hals und der Buddy sind sechsfach verschraubt. Auf der Rückseite befindet sich noch das Batteriefach für die aktive Klangelektronik. Vorderseite, da haben wir es zu tun mit Sandberg Splitgoil Prezi Pickup sozusagen. Die Tonabnehmer können mittels diesem Push-Pull-Potty aktiv oder passiv geschaltet werden. Zeige ich euch gleich nochmal im Einzelnen. Dann haben wir hier ein Zweiband-EQ für die Bässe und für die Höhen. Klassische Sandbergbrücke, sehr massives Teil. Die Saiten können hier Oktav reingestellt werden, Saitenhöhe kann eingestellt werden und wenn alles fixiert ist, kann man mit so einem kleinen, mit einer kleinen Imbusschraube die ganze Sache nochmal richtig feststellen, sodass da sich nichts mehr verstellt. Weiter geht's mit dem Hals, ganz klar, Palisander-Griffbrett, Ahornhals hinten drauf. Dann haben wir hier oben weiterhin natürlich Vintage-Mechaniken von Sandberg und halt hier einen Saitenniederhalter, der natürlich auch schön die A-Seite mit runterdrückt. Das heißt, wie ihr seht, alle Saiten haben den gleichen Winkel. Das sorgt natürlich dafür, dass die Saiten auch alle gleich laut sind. Ja, und natürlich halt, ich habe es fast vergessen, der Nullbund bei Sandberg, ne, wie ihr hier seht. Ich gehe mal ganz nah ran, da ist ein Nullbund vorhanden. Man hat natürlich jetzt hier auf der leeren Seite denselben Ton sozusagen, wie wenn ich jetzt am ersten Bund greife. Ne? Das ist halt einfach nicht nur eine... nicht nur der Sattel hinten, der den Ton erzeugt, sondern wirklich auch ein erster Bund. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Soundbeispiele. Der Bass ist jetzt aktiv geschaltet. Ich habe beide Regler hier auf Mitte stehen und zeige euch mal, was passiert, wenn man mal den Zweiband-EQ ein bisschen dazu powert. Ja, jetzt haben wir praktisch so einen ganz klassischen Prezi-Sound. Ja, jetzt mache ich mal ein klein bisschen Höhen, ein klein bisschen Bass dazu. Ja, und schon haben wir mehr Höhen, mehr Bass und es, insgesamt wird der natürlich dadurch ein bisschen präsenter. Macht Sinn bei Funky-Einlagen, wenn der Bass einfach mal ein bisschen vorne stehen soll. Aber wie ich finde, es ist wirklich so, der Bass, der klingt auf der Mittelstellung so fett, der hat so viel Druck, das ist einfach schon fantastisch. Das heißt, man muss nicht unbedingt jetzt den Bass aktiv sehr weit dazu regeln, damit man einen schönen Ton bekommt. Der klingt auch so schon... Ja, und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen dazu, das wird fast schon wieder ein bisschen zu viel. Ja, das ist schon fast ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, Geschmackssache. Jetzt zeige ich euch noch mal was. Es ist ja ein Prezi, der Precision Bass, sage ich mal, die Art, die gehört ja eigentlich ein bisschen in die Rockschiene auch, würde ich mal behaupten. Und ich stelle den Bass jetzt mal passiv, habe Plektrum am Start und zeige euch mal, wie das Teil mal rocken kann, wenn man praktisch ein Plektrum spielt. Ja, der hat einen richtigen schönen tiefen, knurrenden, mittigen Ton. Macht auf jeden Fall einen Haufen Spaß. Und somit haben wir praktisch einen Bass, made in Germany, zwei tolle Klangvarianten, aktiv-passiv.
man hat praktisch die Möglichkeit, mit dem Ding auch ein bisschen zu slappen, gerade weil er eine aktive Klangelektrik hat, da kann man ein bisschen mehr Höhen dazu dann zudrehen, dann macht es da in der Richtung ein bisschen mehr Sinn. Und insgesamt, was die Verarbeitung betrifft, was das Gewicht betrifft, volle Punktzahl. Richtig tolles Teil. Leute, schaut bei uns rein, probiert den mal aus, kann ich euch nur ans Herz legen. Der Bass ist auch online bestellbar bei session.de. Dort wie im Laden habt ihr 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschrecht. Ja, das war's von mir, vom Joachim, und wie immer, ohne Bass kein Spaß.